Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des Space Adventurer 1 von Two Dreamers im Maßstab 1 zu 9. Hierbei handelt es sich um eine Riesenbüste, die Juri Gagarin darstellen soll bei seiner Erdumrundung im Jahr 1961. Two Dreamers ist ein Hersteller, den ich bis vor kurzem noch überhaupt nicht kannte. Die hatten einen Stand auf der Figurenausstellung Herzog von Bayern dieses Jahr und hatten unter anderem eben ja, diese Büste dort liegen, und da konnte ich nicht widerstehen und die gleich mitnehmen. Ist nämlich ein interessantes Thema, mal was nicht militärisches, aber ich finde, die ja, Raumfahrt als solche ist ein sehr interessantes Thema für mich, und da möchte ich mich auch mal modellbauerisch mit beschäftigen. Die Teile des Bausatzes sind so verpackt, wie das bei Figuren in der Größe eigentlich auch üblich ist. Wir haben hier ein bisschen Schaumstoff und dann die einzelnen Riesenteile, die hier so mehrlagig eingepackt sind. Ganz unten haben wir dann noch ein paar Sticker, Maskierfolie und auch Foto-Ads-Teile. Das schauen wir uns dann später noch an. Dem Bausatz liegt hier auch so ein kleines Infoblättchen bei. Das ist relativ ungewöhnlich bei Figuren. Da finden wir allerlei Informationen zur Ausrüstung, die wir hier sehen, und auch wie wir die bemalen können. Finde ich ganz praktisch. Ich als ja, Militärmodellbauer kenne mich mit solchen Sachen natürlich eher wenig aus. Da ist es gut, da ein bisschen Zusatzinformationen zu haben, was natürlich dann den Bau und die Bemalung auch erleichtert. Schauen wir uns die Teile an. Hier der Kopf von Juri Gagarin. Wie man sehen kann, ist das Ganze höchst detailliert gegossen. Sehr beeindruckend. Also ich habe aus Resin eigentlich selten was Besseres gesehen. Es ist auch blasenfrei. Manchmal bilden sich beim Resingießen so kleine Luftbläschen an der Oberfläche. Das ist hier nicht der Fall. Das ist alles sehr solide. Hier ist ein ganz kleiner Makel außen am Augenlid. Da reicht es aber, wenn man einen kleinen Tropfen Flüssigspachtel da aufträgt. Zum Beispiel mit Mr. Surfacer. Und dann passt es auch. Als nächstes haben wir hier den Torso und die untere Schale vom Helm. Auch hier wieder wunderbar detailliert, zum Beispiel hier der Reißverschluss. Sieht toll aus. Und hier auch, wie so diverse Schläuche und Kabel hier dranhängen. Wirklich sehr schön. Angenehm finde ich, dass hier relativ wenig zu versäubern ist. Wir haben jetzt außen noch einen Block dran, aber wie ihr sehen könnt, es ist sehr dünn. Und das hier unten ist auch gleich abgesägt, hier dieser Balken. Sonst keine Fischhäute oder sonstige Mängel zu sehen. Sieht wirklich spitze aus. Hier haben wir dann den oberen Teil des Helms. Das sieht auch sehr schön aus. Könnte vielleicht ein bisschen glatter sein, aber ich denke, es lässt sich auf jeden Fall ganz gut verwenden. Auch hier ist der Anguss wieder relativ leicht zum Entfernen, an einer sehr günstigen Stelle und auch relativ dünn. Also da müssen wir auch nicht wieder die Säge auspacken, sondern das können wir relativ bequem schneiden und dann ja, verschleifen, und dann geht es auch schon ans Bemalen. Also der obere Teil des Helms, der passt da eigentlich relativ schön drauf, wie man sehen kann. Finde ich gut, dass das auf jeden Fall so ja, als Einzelteil kommt. Das erleichtert dann die Bemalung des Gesichts doch erheblich. Foto-Ads-Teile sind auch beinhaltet. Wir haben hier einmal Teile, die vermutlich Mikrofone sein sollen, die dann praktisch hier an der Seite angebaut werden. Und was ich auch sehr schön finde, ist hier dieses Emblem. Mit dem lässt sich dann später mal der Sockel für diese Büste auch ganz schön verzieren. Des Weiteren bekommen wir hier auch ein bisschen Drahtmaterial. Das wird zum Beispiel hier eingebaut, damit man eben noch zusätzlich ein paar Leitungen und Schläuche darstellen kann, die sich sonst vielleicht aus Resin relativ schlecht gießen lassen. Für den Schriftzug auf dem Helm liegen dann auch noch vorgeschnittene Maskierfolien bei, wie man sehen kann hier. Die Buchstaben CCCP. Das kommt dann vorne mal auf dem Helm drauf, so als Schriftzug.
Und das finde ich gut, dass man das dann so gleich abkleben kann und vernünftig mit der Airbrush auflackieren kann. Weil das Freihand aufzumalen, fände ich ziemlich schwierig. Das ist eine hervorragende Dreingabe, gerade für ein bisschen ungeübtere Leute wie mich, sehr, sehr hilfreich. Außerdem befinden sich in der Schachtel noch drei Aufkleber. Ob man die braucht, weiß ich nicht. Ja, die sind auf jeden Fall dabei. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwo hinkleben werde, aber vielleicht kann ich sie auch mal verschenken. Als ich den Bausatz neulich auf der Messe gekauft habe, habe ich nicht erwartet, dass ich da so viele Zusatzteile bekomme. Also die Ätzteile und Drähte und auch die Lackierschablonen sind sehr hilfreich und auch eine ungewöhnliche Dreingabe bei so Figuren. Sieht man eher selten. Und umso mehr schätze ich das und bewerte das positiv. Auch die Resinteile beeindrucken mich sehr. Die sind makellos gegossen und hochgradig detailliert. Das ist eine sehr schöne Kombination, wie ich meine. Also mein Respekt an Two Dreamers für diesen Bausatz, der bietet wirklich das rundum sorglos Paket. Der Bausatz kostet ca. 45 Euro. Das klingt jetzt erstmal viel. Man muss aber auch sehen, dass andere Hersteller, die Büsten im selben Maßstab anbieten, durchaus 50 oder 55 Euro verlangen. Das ist also eigentlich ein recht normaler Preis. Man muss da auch sehen, dass es hier sich um einen Kleinserienhersteller handelt, der wird sicherlich keine 5.000 oder 10.000 von diesen Bausätzen anfertigen. Und ja, das muss sich ja irgendwo auch rechnen. Am Schluss sei noch erwähnt, dass es von Two Dreamers auch noch andere Raumfahrpioniere gibt als Büste, zum Beispiel den John Glenn oder auch den Alexei Leonov. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat die Bausatzvorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.